damit begrüße ich, Crush4Dific89, euch zu meinem neuesten Let's Play Projekt. Wir starten durch mit Mario Strikers Charged Football. Seit 2007. Ja, natürlich. Neue Datei erstellen, bitte. Ich hoffe, dass es das gemacht hat. Es zittert für mich ein bisschen zu sehr. Aber es funktioniert. Ja, seit 2007 exklusiv für Nintendo Wii erschienen und ebenfalls wie der Vorgänger Mario Smash Football von Next Level Games erstellt worden. Und bis heute das absolut beste Fußballspiel aller Zeiten. Scheiß auf FIFA, scheiß auf Pro Evolution Soccer oder sonstige Fußballsimulation. Das ist pures Fußball, wie es im Buche steht. Und in diesem Let's Play werden wir Folgendes machen. Und zwar werden wir den Hauptmodus, den Weg zum Striker-Pokal bestreiten, als auch die Striker-Challenges noch obendrauf. Die müssen alle noch bestritten werden. Das machen wir im Laufe des Let's Plays. Aber zuerst gucken wir uns mal die Einstellung an, weil ich habe ja nämlich ein neues Spiel begonnen. Grafikoptionen. Das ist der Kameratyp, ne? Dynamisch oder statisch? Lassen wir das mal. Audio auf der höchsten Lautstärke, so wie es passt. Die Credits wollte ich jetzt nicht aufrufen. Okay. Ja, passt schon. Sorry. Naja. Jedenfalls wird es Zeit, dass wir jetzt mal durchstarten. Aber vorher will ich euch mal, obwohl ich glaube, das können wir im Laufe des Striker-Pokals noch bestreiten hier. Beim Striker-Pokal, anders als bei den Pokalspielen aus Mario Smash Football, spielt man nämlich jeweils mit einem Team durch eine komplette... durch jeweils ein komplettes Pokalspiel. Es gibt beim Striker-Pokal insgesamt 3 Pokalspiele zu spielen maximal. Und das Ganze spielt man mit einem einzigen Team durch, weil man wechselt zwischen den Pokalspielen. Das ist der einzige Nachteil von dem Spiel. Man kann zwischen den Pokalspielen nicht die Teams wechseln, was ich irgendwie schade finde. Aber ja, dann ist es halt so. Kann man nichts machen. Weil bei diesem Spiel ist nämlich, hat sich einiges ja auch in Sachen nicht nur Gameplay-technisch, sondern auch in Sachen Gameplay-Elementen einiges geändert. Auch bezüglich der Charaktere. Jetzt wählen wir erstmal wieder, wie immer, den Captain aus. Und dabei können wir uns erstmal zwischen Mario, Peach, DK, Waluigi, Luigi, Wario und dieses Mal zum ersten Mal dabei Bowser, weil der hat ja früher nur für Ärger gesorgt. Bowser war halt praktisch durch das Geheimteam vertreten im letzten Spiel. Und dann... ich glaube, das ist hoffentlich nur durch meinen Fernseher, weil ich habe die Wii-Verbindung hoffentlich ausgeschalten. Ja. Dann noch Yoshi und zum Schluss Daisy. Es gibt dann noch 3 weitere freischaltbare Charaktere. 2 davon haben wir bereits im epischen Intro gesehen. Dieses hat ja schon gezeigt, dass Next Level Games einiges draufgesetzt hat. Schon alleine vom Brutalitätsfaktor. Denn anstelle eines normalen Balls nutzt man jetzt so eine Art, also aus Leder, ist der Ball dieses Mal aus Metall. Und man sieht schon, die Charaktere müssen dieses Mal Schutzanzüge tragen, damit sie, ja, den Schaden, der erlitten wird, deutlich verringern können. Und dieses Mal sind Attribute hinzugefügt. Man sieht es hier zum Beispiel, Mario zum Beispiel ist ein Allrounder, ein ausgeglichener Charakter. Der hat weder Stärken noch Schwächen, er ist bei der Bewegungsgeschwindigkeit, beim Schießen, beim Passen und beim Verteidigen genau gleich gut.
Es läuft auch so bei den Attributen hinaus. Bei der Bewegung ist natürlich die Laufgeschwindigkeit gemeint. Beim Schießen, da hängt es davon, also je höher, je stärker die Schießkraft, desto besser kann man den Ball ins Tor ballern und desto höher ist auch die Chance, dass er ins Tor reingeht. Beim Passen natürlich, wie besser der Wert, desto schneller kann man den Ball zum Mitspieler passen. Und beim Verteidigen hängt davon ab, wie gut man eine Grätsche als auch eine Blutgrätsche einsetzen kann. Also bestimmt, wie gut man Grätschen oder Blutgrätschen einsetzen kann. Marius zum Beispiel ein Rounder, der in Anbelang gut ist. Das ist auch unter anderem noch Luigi und Yoshi. Aber bei seiner Blutgrätsche, da tackelt er diesmal nicht mehr, sondern setzt seine Zunge ein. Das ist der einzige Unterschied. Da gibt es noch Spielemacher. Die sind leider nicht gut beim Schießen oder Verteidigen. Dafür aber sind sie schnell und können gut passen. Sprich, deswegen heißen sie auch Spielemacher, weil sie sind halt mehr zum Passen geeignet, um wirklich zum Mitspieler zu einem Spieler zu passen, der gut schießen kann. Wie zum Beispiel die DK, also unter den Spielemachern gehören da zum Beispiel, ja, erstmals nur Peach. Es kommt noch ein Spielemacher dazu, den man freischalten kann, aber Peach ist erstmal die einzige Spielemacher-Charakter. Also unter den Kapitänen jedenfalls. Dann gibt es noch die Stärketypen, welche leider beim Passen oder Bewegen, also welche langsam sind und nicht gut passen können, dafür aber gut im Verteidigen sind und eine gewaltige Schusskraft haben. Dann gibt es auch noch den Verteidigertypen, wie unter anderem Waluigi, welche nur beim Bewegen und Verteidigen gut sind, aber ja, dafür beim Rest eher lahmarschig. Und die Angriffstypen, welche beim Schießen und Passen gut sind, also dafür aber nicht gut verteidigen und nicht gute und auch nur langsam sind, zum Beispiel Wario. Zum anderen, man weiß ja, dass zum Beispiel beim Ballbesitz die Charaktere einen Ausweistrick haben und diesmal haben wir auch, und je nach Kategorie, einen anderen Ausweistrick, wie zum Beispiel die Allrounder können halt einen typischen Seitwärtsschritt machen, um den Gegner auszuweichen. Die Spielmacher hingegen springen über den Gegner drüber. Sprich, sie machen einen Peach zum Beispiel macht einen gewaltigen Backflip mit dem Ball über den Gegner. Und die Stärketypen zum Beispiel, die können sorgen dafür, dass sie kurz ein Schutzschild aufbauen, bei dem Gegner sofort abgeprallt werden, wenn sie versuchen, während das Schutzschild aktiv ist, also wo Gegner sofort weggeprallt werden, wenn sie versuchen, den Gegner, der mit einem Schutzschild ausgestattet ist, anzugreifen, wie zum Beispiel, dass Donkey Kong auf seine Brust trommelt und durch die Schockwellen, die er erzeugt, während des Zeitraums, wo die Schockwellen aktiv sind, die Gegner einfach wegbumst. Ja, das klingt ein bisschen falsch. Die Verteidiger hingegen, die haben einen ganz gemeinen Trick, weil nach einer Sekunde schnappen sie sich den Ball und teleportieren, je nachdem wie gut der Ball aufgeladen ist. Ja, der Ball nutzt nämlich lädt sich nämlich auf, also je nachdem wie gut man passt oder wenn man auflädt beim Pass. Also lädt sich immer auf eine bestimmte Stufe auf. Und wenn er auf der höchsten Stufe ist, hat er auch die höchste Chance reinzugehen. Noch zusätzlich. Und je nachdem, wie gut der Ball aufgeladen ist, können die Verteidiger mit dem Ball nach einer Sekunde Vorbereitungszeit, können sie dann, je besser der Ball aufgeladen ist, desto weiter können sie sich fortbewegen beim Teleportieren zu einer anderen Stelle. Sprich, sie könnten sie sogar ins Tor rein teleportieren. Das funktioniert auch. Und die Angriffstypen wie Wario... Ach komm, jetzt hör auf. Ich bin noch extra weit genug entfernt. Die Angriffstypen wie zum Beispiel Wario, diese springen in die Luft und zerquetschen die Gegner unter sich, die versuchen anzugreifen. Wenn man den Ball hat, wie zum Beispiel Wario's berühmter Butt Smash, also so ein Arschbombe, wie man sie aus der Wario Land Reihe kennt. Ja, das wollte ich doch mal darauf hinweisen, auf die verschiedenen Attribute von jedem Charakter. Und ja, ich habe es auch letztes Mal gesagt,
bei Mario Smash Football. Der Grund, warum ich Waluigi unter allen Charakteren ausgelassen ist die Tatsache, dass ich mit ihm den Striker-Pokal spielen werde. Denn er hat jetzt das ist eine bessere Ehre für ihn, dass er gleich das komplette Spiel durch, also das Hauptspiel von aktuell besten Striker-Style durchzockt. Und wir können es auch für die Sidekicks entscheiden und dieses Mal können wir unser Team individuell erstellen. Sprich, es wird nicht drei Kopien vom gleichen Sidekick drin sein. Sie werden alle, man kann die drei Spieler, die man zusätzlich hat, selbst bestimmen und in welcher Position sie stehen werden. Und darunter gibt es zum Beispiel auch Cooper und auch diese haben Attribute. Zum Beispiel Cooper ist ein Rounder, Toad ist ein Spielemacher, Knochentrocken ist ein Verteidiger, Boohoo ist ein Spielmacher und ja, ganz neu dabei natürlich sind auch noch Knochentrocken, Boohoo, Shy Guy als Rounder, Shy Guy als Rounder, Monty als Stärketyp, ja, also es sind auch doppelt so viele Sidekicks noch hinzugekommen zu den alten Vieren, die man noch letzten Mal kennt und auch Birdo wurde zum Stärketypen, während Hammerbruder zum Angriffstypen wurde. Und auch diese haben spezielle Schüsse drauf, denn die Kapitäne haben sogenannte Megaschüsse drauf, mit denen man bis zu 6 Tore auf einmal erzielen kann, je nachdem wie gut Kritter sie alle halten kann. Also der gegnerische Kritter. Dafür aber haben die Sidekicks auch so eine Art Spezialschuss drauf, der entweder einen die Gelegenheit bieten kann, ein Tor zu machen. Also der gleich eine Vorlage gibt zum Tor machen, sprich zum Beispiel Cooper kann ein Panzer verschießen, also kann, wenn er einen voll aufgeladenen Schuss einsetzt, als Spezialschuss, kann er nämlich den Ball in einen Panzer verwandeln, einen Riesenpanzer verwandeln, den er auf Kritter losschickt und ihn kurz betäuben. Toad hingegen hat leider Gottes den schlechtesten Spezialschuss drauf, denn denn sein Spezialschuss besteht daran, dass er einen feurigen Ball auf Kritter zuwirft. Dieser da und so fängt dieser Kritter auch mal Feuer dazwischen. Allerdings bringt das auch nicht viel Unterschied, weil trotzdem gibt es sich immer noch Mühe, die Bälle zu halten. Anders als bei Knochentrunk zum Beispiel, der lädt den Ball elektrisch auf und elektrisiert damit auch kurz Kritter. Um ihn auch damit zu betäuben und danach, wenn der Ball auf ihn zurückkommt, ihn gleich reinzudonnern. Boohoo hat auch einen Spezialschuss drauf, mit dem er, je nachdem, welche Position man steht und hoffentlich in der richtigen Position steht, kann er einfach gleich durch Kritter durchschießen. Shy Guy hingegen erschafft einen riesigen Kugelwilli, mit dem er Kritter nicht nur wegspringt und damit betäubt, sondern auch alle um ihn herum sprengt, die ihm zu nahe kommen. Monty gräbt sich rein und wenn er gut positioniert ist, kann er damit auch den Ball gleich reindonnern. Er darf aber nicht versuchen, unter Kritter durch zu buddeln, weil sonst streckt er seine Hand rein und schnappt Monty raus, während er noch versucht, durchzubuddeln. Da muss man ein bisschen weiter entfernt sein, weil dann springt er gleich raus auf Kritter und überrascht ihn und schießt dann mit dem Ball ins Tor. Hammer Bruder, wenn er schafft, seinen Spezialschuss durchzusetzen und auch nah genug dran ist bei Kritter, dann schmeißt er seinen Hammer und betäubt damit Kritter und schießt den Ball gleich rein. Und Birdos Spezialschuss, wenn kein Gegner oder Mitspieler dazwischen steht, der geht auf der Stelle rein. Da verwandelt sie nämlich den Ball in ein Riesenei und schießt damit durch Kritter durch. Und genau das, und das ist der einzige Grund, warum wir Birdo zum Beispiel nehmen. Und dann noch Hammerbruder. Und Boohoo. Was? Ah komm. Ich hab Boohoo ausgewählt. So, jetzt war. Denn man kann nämlich auch deren Aus... Boo hat nämlich einen speziellen Ausweichstrick, indem er kurz durchsichtig wird und damit auch gleich am Gegner vorbei kann. Aber er kann sogar noch kurz an Kritter vorbeigehen und die Sekunde, die man hat, kann man ganz schnell, bevor Kritter einen wegstoßt, weil man kann nicht ganz an Kritter durch, egal wie gut das Timing ist, man kann nicht ganz durch Kritter
hindurch marschieren, aber man kann kurz, während man unsichtbar ist und während man von Kreta nicht erwischt werden kann, kann man schnell den Ball da auch noch zusätzlich reinschießen, wenn man schnell genug ist. So, und haben wir Brot aufgestellt. So. Ey, was soll das denn? Ich will nicht Knochen trocken da haben, ich will Birdo. So, passt das jetzt mal? Jawohl. Genau das Team, mit dem Team werden wir jetzt nämlich durchspielen. Birdo hat vor allem auch wirklich starke Blutgrätsche drauf. Selbst stärker als die anderen Stärketypen fast schon. Die springt richtig den Gegner an. Ja, und das wird unser Team für den Striker-Pokal. Aber ich glaube, vielleicht sollte ich lieber Buhu doch ins Feld tun und Birdo lieber in die Verteidigung. Weil, weil er soll ja schließlich dann das Spiel für Hammerbruder machen. Und sie kann ja wenigstens auch gut verteidigen, aber sie kann trotzdem noch aufs Feld und losballern. Ne, mach mal so. Buhu ist hinten. Und nach vorne tue ich Birdo. So, jetzt passt es aber. Wir sind fertig. Wir können loslegen. Wir können uns zwischen zwei Schwierigkeitsgraden entscheiden. Beim normalen Schwierigkeitsgrad werden die Gegner mit jedem Pokal schwieriger. Das heißt, der erste Pokal ist natürlich sau einfach. So können wir erstmal die Steuerung uns angucken. Bei Extrem hingegen werden die Gegner von vornherein genauso schwer sein wie beim Striker-Pokal, wie beim allerletzten. Und ja, der Striker-Pokal wird ein Frustfest. Aber ich habe einen kleinen Trick, mit dem wir es trotzdem noch schaffen könnten, das Spiel zu gewinnen. So eine Art Save-State innerhalb des Spiels, weil ihr seht es ja, ich spiele es ja durch über meine Wii U das Spiel. Mit die Original-Hardware. Ich kann es nämlich so machen, dass ich nämlich, nachdem ich ein bestimmtes Spiel gewinnen hat, oder zumindest bei den Finalrunden bin, dass ich einfach dann kurz aussetze, den gespeicherten Spielstand auf meine SD-Karte speichere und sollte ich verlieren, dann sollte ich kurz gehe ich nochmal zurück, lösche den Spielstand, den ich aktuell habe und kopiere nochmal meinen Spielstand von der SD-Karte auf die Wii U und schon sind wir wieder dort, wo wir zuletzt waren. Ist ein bisschen umständlich, aber es klappt. Es ist ein guter Trick, um wirklich das noch zu schaffen. So. Okay, Waluigi, jetzt darfst du endlich zeigen, was. Jetzt darfst du endlich zeigen, was du drauf hast. Und bitte. Mann, wie für eine Bedingung, bitte. Fast misstrauisch. Waluigi schmiedet Pläne für den Sieg im Feuerpokal. Mogeln. Einzige Chance. Für den durchtriebenen Kapitän nur mit Tricks allein wird er nicht weiterkommen. Ja, wir machen das auch mit Skill. Aber mit skilligen Tricks, besser gesagt. So, wir starten euch mit dem Feuerpokal. Das ist der allererste Pokal, den wir spielen werden. Vier Teams tritt gegen jedes Team zweimal an. Die besten beiden Teams kommen in die Finalrunden. Ja, und wir fangen erstmal an mit Bowser. So, jetzt werden wir hier mal schnell den Kapitän auch. Also wählen wir erstmal hier unseren Spiel aus. Und können loslegen. Natürlich können wir nicht den Computer auswählen. Das geht natürlich nicht. Es geht nur bei uns. Und natürlich können bis zu vier Spieler das Spiel spielen und jeweils die Kontrolle von einem der Feldspieler übernehmen. So. Hier tritt erstmal das Bowser auf. Richtig aggressiv. Und da kommt Waluigi. Mit Cowboy-Musik. So. Okay, also mit wie steuert man das Spiel? Am besten erkläre ich das mal. Wie kann ich hier pausieren? Ah ja, mit dem 1er-Knopf. Also, um das jetzt mal klarzustellen, ich habe hier eine schwarze Wii-Fernbedienung. Mit dem Steuerkreuz macht man die Grätschen bzw. die Ausweichstricks. Mit A-Knopf setzt man, also passt man. Beziehungsweise wechselt man den Spieler. Und ja, mit 1 natürlich hier den Pausenknopf. Warum das jetzt nicht Plus oder Minus ist, wundert mich. Und mit dem Nunchuck, weil das spielt man mit Nunchuck, da spielt man natürlich hier mit dem Control Stick hier, steuert man natürlich die Charaktere. Und mit C-Knopf, glaube ich. Nein, mit C.
Oder? Mit C-Knopf, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Oh, scheiße, ich hab's total vergessen. Ich hab das Spiel schon eine Weile nicht mehr gezockt. Weil, ich weiß, mit dem C-Knopf kann man was machen. Ach ja, und wenn man die Wii-Verbindung schüttelt, dann kann man eine Grätsche einsetzen. Beziehungsweise, und wenn man hier den Nunchuck schüttelt, kann man sogar noch die Leiste von, die Megaschussleiste vom Gegner durcheinander bringen, ein bisschen. So, und jetzt, come on. Am besten finden wir das mal schnell raus. Oh, oh. So. Ach so, ja, mit, wenn man... Moment. Wenn man wenn man den Z-Knopf gedrückt hält, dann kann man einen Hochpass machen. Zusätzlich zum A-Knopf. So. Okay. Damit habe ich es jetzt, glaube ich, vielleicht schon mal halbwegs begriffen hier. Oh nein! Nein, nein, nein! Oh shit, jetzt hat er einen Megaschuss eingesetzt. Aber sein Megaschuss ist schwacher. Und warum macht meine Wii-Verbindung eigentlich solche Geräusche immer noch? Okay, jetzt schauen wir mal, dass ich das abwehre. Jetzt sieht man mal die Verteidigung des Megaschusses. Da er besonders schwach ist, müsste ich... alle abwehren können? Was? Das darf nicht wahr sein, ey. Wie peinlich ist das denn? Au! Du Arsch! Ich glaube, ich muss was einstellen, weil ich höre gerade, dass von meiner Wii-Verbindung das Geräusch kommt, obwohl das nicht sein sollte. So, ich hoffe, jetzt geht's mal. Okay, also... Schauen wir mal, dass ich jetzt mal... Ach! Megaschuss einsetzen kann? Dachte ich zuerst. Wie kann ich eigentlich die Items einsetzen? Ach, mit C-Knopf setze ich die Items ein. Okay, ich versuche jetzt mal den... geklappt, ich glaub's nicht. Ich war, glaube ich, nicht nah genug dran. Okay. Immer mit Buu schon mal reingeschossen. Aber ich muss jetzt noch zwei Tore nachholen, bevor die Zeit abläuft. Ich schüttle gerade und trotzdem setzt er keinen... What the fuck? Okay, jetzt kommt mein Megaschuss dran. Ah, shit. Warum macht die Wii-Verbindung ein Geräusch? Das weiß ich nicht. Ich hab doch ausgeschaltet. Ah, trotzdem gehen welche rein. Oh, Mann. Aber... ja, hier kommt es wieder. Suck it. So, und hier ist das Schutzschild, von dem ich gesprochen habe beim Stärketypen. Na, ah, da war jemand dazwischen. Okay, jetzt versuchen wir mit dem Buhu-Trick. Ah, ist zu spät, oder was? Anscheinend bin ich zu spät dran. Ah, was zum... Sieht gar nicht gut aus, ey. Okay. Das ist jetzt die Ausweichbewegung vom Stärketypen. So. Und hier der Spezialschuss von Hammerbruder. Und ja, auch die ganzen Charaktere haben jeweils einen anderen Theme-Song. Und sie siegen. Ich
Das war nichts. Okay, jetzt aber reagiert es auf einmal. Komm jetzt! Gib mir den Ball! Geh weg! Nein! Jetzt setzt es einen Spezialitem ein. Jeder Kapitän hat zudem noch ein Spezialitem. Abhängig davon. No, nein! Uff! Oh Mann, ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit beinahe vorbeigegangen wäre. Die Gestik. Oh Mann. Ah, shit. Warum hat das jetzt mit den. Teilweise mit den Grätschen nicht geklappt? Naja, was soll's. Ich darf mir jetzt keine Fehler mehr erlauben. Ich muss mir jetzt da wirklich bessere Mühe geben hier. Weil die Finalspiele werden dann schon ein bisschen härter. Da selbst beim Pokalspiel. Oh, come on, jetzt hör auf zu, so zu zittern. Ich hoffe, dass die Bewegung bald mal besser erkannt wird. Schade, dass man das nicht auf einen Knopf belegen kann. Ich habe jetzt auch den V-Sensor unter meinen Monitor gestellt. Ich hoffe, auf meinen Lautsprecher. Ich hoffe, dass das dann. Ich hoffe, dass das ins Empfängnis wird. Vielleicht sollte ich doch beim Fernseher irgendwie schaffen zu spielen. So, das ist die Teleportation. Oh, und ich habe auch mein Spezialitem. Na komm. Oh nein, jetzt kommt Mega Luigi. Aber den kann man natürlich noch, kann man noch grätschen hier. Das ist ein Problem. Nein, lass gut sein, ey. Das ist der Ball. Warum? Ich hab doch aus. Ich muss das bei den Optionsmenü irgendwie angucken. Weil eigentlich sollte die Wii-Fernbedienung kein Geräusch machen. So, 3 Tore. Nicht schlecht. Hey, G. Yeah, yeah, yeah. Come on. Haha. Oh, jetzt hat er wieder sein. Ach, come on. Oh nee. Geht da rein. Voll dem eine italienische Musik also spanische Musik, was heißt? Der eine spanische Musik bekommt noch Luigi obendrauf als Theme-Song. Auch ein bisschen unpassend, finde ich, weil er ist ja Italiener. Na, jetzt auch noch den Superstar. Ich glaube, je nachdem, wie gut es ein. Für einen Charakter steht. Was zum. Wer war das jetzt? Ich habe niemanden gesehen. Eieiei. Ich schaff's auch wirklich nicht, so manche gute Tricks hier auszuführen. Ja, und egal wie groß er ist, der Kritter kann ihm trotzdem eine aufs Maul geben. So. Geh aus dem Weg. Ich muss wirklich noch diese Steuerung der Intus haben. Ach,
Come on! Nein? Hm. Mit dem das Lupfen muss ich besser beherrschen. Da kann man auch, so jetzt mal versuchen, den Buhu-Trick hier mal auszuführen. Ja, genau den meinte ich! Man kann einen bestimmten Frame nutzen, um dann schließlich durchzukommen. Hier. Versucht dich zu schnappen, aber dann zack! Teleportiere ich ganz schnell hinter ihn, also komme ich ganz schnell an ihn vorbei. Ja, beim Teleportieren kann es aber auch leider passieren, dass man stattdessen einen Elektrozaun reingerät. Suck it! Oh Mann, aber ich muss wirklich nur die Steuerung deutlich besser Intus haben, weil, ja, das ist anfangs noch, kann ich mir diese Fehler erlauben, aber dann am Ende muss ich sehr skillig spielen. Das wird nicht einfach. Bei dem Spiel hier, da ist wirklich oberster Skill gefragt. Ohne Wenn und Aber. Und ich bin gerade ein bisschen noobig, was das betrifft. So, DK ist der Nächste. Dennoch habe ich nicht die Fähigkeit, also noch nutze ich nicht die Fähigkeit auf ihr vollstes Potenzial. Oder muss ich das mit dem Lupfer besser hinbekommen? So, gegen DK selbst. Natürlich haben alle diesmal ein ganz andere, jeweils andere Auftrittsanimation. Je nachdem, auf welcher Seite die stehen. Auch Valucci schafft mal ein Tor, auch wenn er nur schwach schießen kann. Aber das dann nur dank der Vorlage von Hammerbruder. Eieiei. Das Gimmick auch, und natürlich haben auch jede, hat auch jede Arena jetzt ein eigenes Gimmick. Eieiei, Bomben. Oh, schade. Der wäre auch ganz gut reingegangen, wenn ich Birdo zum Beispiel, ich den Ball mit Birdo reingeschossen hätte. Geh mir aus dem Weg, DK. So, jetzt come on. Buhu Trick. Yeah! Und auch wenn zu oft verloren wird, dann bekommen, dann kommen auch Verlierer-Animationen von denen. Denn sie, also je nachdem, ist verschieden. Je nachdem, wie viele Tore wir auch immer vorher schaffen hier. Jetzt habe ich gerade schon Luigi's Spezialtechnik eingesetzt, nämlich sein Wall, Luigi. Kann er die Gegner damit absperren? Und ich hoffe, ich krieg's irgendwie hin, meine Wii-Fernbedienung wieder abzuschalten. Super gemacht, Greta! Ich wollte schon sagen, wird ein Twomp mir dazwischen kommen? So. Oh, oh. Warum muss er auch zurück? So. Zum Hab, Bruder! Zack! Juhu! Die Twomps. Und das war der Ausweichstrick von den Arroundern wie Shy Guy? Oh nein, 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 was machst du? Oh! Ah, shit. Come on.
Hammer, Bruder! Ballern wieder rein! Yeah! Na, was ist los? Aggressionsprobleme? Also nach meiner Aufnahmesession sollte ich wirklich gucken, dass ich das irgendwie ausschalten kann. Da schafft es Luigi nicht aufzufangen, wahrscheinlich wegen dem Wüstensand, weil der verlangsamt dann auch ein bisschen. Und das ist Donkey Kong spezielles Item. Und je nachdem, wie es für jeden Charakter steht, bekommt er immer jeweils bessere Items. Sprich, für Donkey Kong bekommt immer gleich die besten Items, die Superstern oder sein Spezial-Item, weil er halt im Rückstand steht die ganze Zeit.